Moinsen, schön, dass ihr mal wieder reinguckt. Hier schrauben und basteln wir immer rund um den Hühnerstall. Und das hier habe ich heute für euch. Jo, heute schließen wir mal an das Video an. Ich meine, das war Nummer 108 und nannte sich Wildtiertränke, Hühnertränke, tralala. Letztendlich geht es darum, dass ich euch eine Tränke vorgestellt habe aus einem HT-Rohr und die werden wir jetzt mal so ein bisschen optimieren, modifizieren, auf jeden Fall einfacher machen in der Bedienung. Ne? Ich habe mal so ein paar Teile geholt, zeige ich euch. Sohle, was haben wir denn jetzt? Also, ich habe hier ein 110er HT-Rohr, einen halben Meter lang, ihr könnt das natürlich auch länger nehmen, je nachdem wie ihr das so mögt. Dann habe ich, naja, was heißt geholt, ich habe es auch noch liegen, zwei Winkel, der eine hat 87 Grad und der andere hat 67 Grad. Die werden so zusammengesteckt und ich habe die Dichtung jetzt erstmal rausgenommen, damit ich sie besser zusammenstecken kann. So, bei dem letzten Modell war das Problem, naja, was heißt Problem, dass man beim Befüllen immer hier oben den Muffenstopfen rausmachen muss und das kann eine ganz schön nervige Prokelei sein. Da habe ich gedacht, da muss es irgendwie was anderes geben und ich habe gefunden, Endstopfen mit Schraubkappe nehmen die sich. Bin ich vorhin hochmotiviert im Baumarkt gefahren und siehe da, die Dinger gibt es nirgends. Da habe ich mich schon wieder darüber aufgeregt, dass ich nicht bestellt habe, aber wir werden das jetzt anderweitig lösen. Ich habe so ein bisschen improvisiert und zwar stecke ich das ganze Ding jetzt erstmal zusammen und zeige euch mal so die Theorie. Also, soweit kennen wir es. Jetzt kann man nicht sehen, was ich oben mache. Das ist doof. So, das ist doch schon viel besser. Also, bei der anderen Version musste man halt hier oben diesen Muffenstopfen abmachen, um dann das Wasser reinzukippen. Aber wer das ein, zwei, dreimal gemacht hat, der weiß, so Muffenstopfen, der geht wirklich, ich sag mal, ganz schön schlecht raus aus so einer Alterung. Und das Rohr hier kann ich nicht nehmen, sehe ich gerade. Hier ist ein Loch drin. Aber das macht jetzt nichts. Dann nehme ich gleich ein anderes. Gut, ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen so eine Endkappe mit Schraubverschluss, die ich nicht gekriegt habe. Und deswegen habe ich mal so ein bisschen improvisiert und habe jetzt ein Reduzierstück gekauft von 110 auf 75 und eine Reinigungsöffnung nennt sich das. Ne, dann haben wir die Verschraubung jetzt leider hier auf der Seite und nicht hier oben, wie ich es eigentlich haben wollte. Aber wie gesagt, man muss ja manchmal halt nehmen, was man kriegt. Gut, diese Öffnung kann man wie gesagt aufschrauben und hier ist eine Dichtung drin, damit wir das Ding dann von der Seite mit dem Gartenschlauch zum Beispiel befüllen können. Und hier oben rein kommt natürlich noch ein passender Muffenstopfen. Ich hätte dieses Ding natürlich jetzt auch in 110er Größe kaufen können, aber es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man mal Geld spart. Ne? Gut, also wir fangen jetzt erstmal an. Ach so, das Prinzip ist, das sollte ich vielleicht erst nochmal sagen, hier unten kommt eine Scheibe rein und da ist ein kleines Loch drin. Und immer denn, wenn das Niveau hier drin absackt, war bei der alten Version so, dass es den geblubbert hat und das Wasser nachgelaufen ist. Das machen wir in diesem Fall mal anders. Wir setzen hier zwar auch eine Scheibe rein, aber wir machen hier noch so eine Art Schnorchel mit rein. Ja? Gucken wir uns mal an. So, das ist jetzt praktisch das Ende von unserem Rohr und ich hätte jetzt gerne, dass das Niveau ungefähr so bis hierhin steht. Also dieses Ding, das werden wir gleich noch ein bisschen schräg abschneiden. Und damit das ganze Wasser nicht planlos wegläuft, wenn wir die Kappe abmachen oder bei der alten Version den Muffen stopfen, muss hier eine Scheibe rein. Ich habe hier schon mal eine Scheibe vorbereitet und diese Scheibe ist nichts anderes wie ein Muffenstopfen. Da habe ich diesen Rand hier jetzt abgeschnitten. Und das hier ringsherum auch abgeschnitten, weil so Muffenstopfen, der passt hier ja ideal rein. Also der Außendurchmesser von dieser Wandung, ne, wenn man das auf das Maß zurechtschneidet, der passt dann wunderbar. So, so ist das Ding hier drin und dadurch, dass sich das Rohr hier verjüngt, liegt dieses Rohr jetzt auch vollflächig hier innen drin auf. Das müssen wir natürlich noch einkleben, da kommen wir dann zu. Ne? Gut, also wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ich werde jetzt als erstes in diese Scheibe, die hier unten reinkommt, in der Mitte ein 2 mm Loch bohren. Ne? Weil sobald ich oben den Schraubverschluss aufmache, läuft durch dieses Loch definitiv das Wasser durch nach unten. Und je größer wir das machen, desto mehr Wasser läuft rein. Und es soll ja auch nicht blubbern, weil dafür nehmen wir ja unser Rohr. Gut, dann machen wir jetzt mal zuerst.
Wenn ein 2 mm Loch hier drin nicht reicht, dann können wir es hinterher immer noch größer bohren, ne? Nur wer gleich zu groß bohrt, hat hinterher die Arschkarte. So, jetzt haben wir schon mal unser Löchlein damit drin. Gut, jetzt läuft das wie folgt. Das Wasser läuft durch dieses Loch, wenn in dem Ding das Vakuum abbricht, sagen wir mal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt Folgendes. Ich schneide hier jetzt ein 20er Loch rein und dann hatte ich hier noch so einen alten Kabelkanal. Das sind so Aufputzkanäle, mit denen man so seine Kabel verlegen kann, zum Beispiel in der Garage. Und den setzen wir hier denn in dieses Loch und dann kleben wir das Ding auch richtig schön ein. Und je nachdem, wie weit dieses Rohr hier unten durchguckt, ne, da steht denn das Niveau in unserem HT-Rohr. So, heißt also, die Scheibe liegt hier auf dem Rand auf. Und wenn ich dieses Röhrchen noch ein Stückchen weiter runter gucken lasse, dann kann ich damit das Niveau regulieren. Weil erst wenn das Niveau darunter sinkt, geht hier durch Luft hoch und durch das 1 mm Loch läuft das Wasser nach. Ne? Hört sich jetzt total kompliziert an, ist total easy. Gut, also ich bohre jetzt hier erstmal ein 20er Loch rein, weil das passt hier genau mit diesem Kabelkanal. Ihr könnt natürlich auch jedes x-beliebige andere Rohr nehmen, was ihr da rumliegen habt. Ne? Aber ich habe das jetzt gerade noch und habe gedacht, für was willst du was Neues kaufen? Nimm das doch einfach mal. Also das hier hat ein 20er Durchmesser, die gibt es auch in 16 und kann auch ein elendig langer Strohhalm sein, ist eigentlich vollkommen Latte. Man muss das jetzt natürlich nicht unbedingt in der Hand festhalten, ne? Aber ich habe gerade nichts, was lang genug ist. Das ist ein bisschen eng noch, aber das macht nichts. Jetzt machen wir erstmal den Grat weg. So, das meiste vom Grat ist weg. Und mit ein bisschen Drücken kriege ich das hier vielleicht rein. Oh ja, es geht. Wunderbar. Und das macht ja auch nichts, wenn es stramm sitzt, weil ich muss das ja noch einkleben. Ne? Und je strammer das Loch ist, desto weniger Kleber brauche ich. Also wenn ich das Rohr jetzt nehme und stecke das jetzt hier rein, das guckt unten einen Zentimeter weiter raus, dann ist das Niveau ungefähr so hoch in dem Ding. Das wäre jetzt so die Oberkante. Na, ich denke mal, so gefällt es mir noch besser. Falls ihr es zu Hause nachmachen wollt, also das Ding steht hier jetzt raus. 2,2 cm und ob das so funktioniert, das werdet ihr sehen und könnt es dann besser machen, falls ich es verkacke. So, ich habe das Rohr jetzt noch nicht eingeklebt, weil meine Heißklebepistole noch nicht heiß genug ist. Aber so als nächsten Schritt werde ich ja jetzt dieses ganze Ding hier reinkleben, sodass das hier auf dem Rand aufliegt. Und um zu überprüfen, ob dieses Ding gleichmäßig da drin liegt, könnt ihr das also nachmessen. Das muss dann also überall so 5 cm ungefähr drin stecken. Ja, dann ist die Scheibe einigermaßen gerade da drin. Und das soll sie ja auch. Da meine Klebepistole immer noch nicht heiß ist, das lange Ende werde ich praktisch nach hinten machen. Ne? Keine Ahnung warum, aber ich denke mal, das ist vielleicht taktisch klüger. Dann sieht es denn letztendlich irgendwie so aus. So ist der Plan. Sieht jetzt vielleicht nicht hervorragend aus, aber es ist überall was drauf und es ist hinterher auch wasserdicht. Ne? Das hoffe ich zumindest. Gut, so der nächste Schritt. Das Rohr in den Winkel, dass das überall gleichmäßig unten schön aufliegt. So, dann werden wir das auch verkleben. So, und wenn die Geschichte eingeklebt ist, dann sieht es halt genau so aus. Ne? Da ist die Scheibe und da guckt jetzt soweit das Röhrchen raus. Gut. Ja, und eben haue ich noch so auf die Kacke, muss ich ein anderes HT-Rohr nehmen. Ich habe gar keins mehr da. Ja, klasse. Also ich habe jetzt auch diese beiden Löcher zugeklebt, weil mit Heißkleber klappt das eigentlich immer wunderbar. Ich vertraue da jetzt mal drauf, dass das funktioniert. So, und jetzt stecken wir mal die ganzen Dichtungen da wieder rein, damit die Schose hinterher auch dicht ist, ne? Und nochmal so als kleinen Tipp am Rande, wenn man die HT-Rohre zusammenschiebt, da muss man sich ja immer so unheimlich quälen, ne? Es gibt also extra, ja, ich sage mal, so Flutschi oder Gleitmittel, was man hier drauf schmieren kann. Und dann flutschen die ganz leicht zusammen.
Ah, okay, der Rest ging gut. So, also das Wasser soll jetzt stehen bis hierhin. Und deswegen werden wir dieses Ding jetzt kürzen, ne? Weil so ein hoher Rand muss ja nicht sein. Also ich nehme jetzt mal diese Linie an und schneide das hier quer rüber so ab. So ist der Plan. So, das wird jetzt markiert und so wird es abgeschnitten. Ne? Dann sollte das so einigermaßen passen. So ist der Plan. Na, da sind wir jetzt schon fast fertig. Gut, also, das ist der Gerät. Da oben ist unser Schnorchel. Und da kommt jetzt noch erstmal das Reduzierstück drauf. No, passt. So, und zum Schluss unsere Reinigungsklappe, wo wir oben natürlich auch erstmal den 75er Muffenschopfen reinmachen, weil das ist ja ein 75er Maß. Jetzt noch hier drauf das Ding. Das mache ich jetzt mal an die Seite und hinein. Ja, da ist es schon drin. Ich habe übrigens festgestellt, dieses Flutschi, was es dafür gibt, das macht mehr Sinn, das um das Rohr zu schmieren, als auf die Dichtung. Ne? Dann lieber unten das Rohr einschmieren und jetzt klappt das wunderbar. Okay, also so sieht das Ding aus. Jetzt ist es fertig. Hier haben wir unsere Schraubkappe zum Befüllen und dann würde ich sagen, stellen wir es mal bei den Hühnchen hin und machen es mal voll. Planänderung, wir stellen das Ding nicht bei den Hühnchen hin, weil hier habe ich einfach mehr Platz. Gut, also bis da in der Höhe geht unser Rohr. Das heißt, bis dahin könnten wir theoretisch das Ding voll machen, ohne dass da großartig was wegläuft. So, brauchen wir natürlich nicht. Habe ich es halt ein bisschen lang gelassen, aber ist ja nicht schlimm. Gut. Ich werde hier jetzt Wasser reinhauen. In dem Moment, wo ich hier Wasser reinhaue, läuft es da unten natürlich durch das 1 mm Loch. Und dann Deckel drauf. Und dann gucken wir mal. So, ich nehme das jetzt extra mal in dieser komischen Position auf. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie hoch da unten das Wasser steht, bis ich mit diesem Ding hier voll gemacht habe. So, Attacke. So, aktuell läuft das Wasser noch durch das 1 mm Röhrchen, das hört man auch. Na, aber das sollte ja eigentlich gleich aufhören, wenn der Plan aufgeht, wenn das Niveau so weit angestiegen ist, dass das weiße Rohr im Wasser liegt. Ich lasse doch einfach mal das Mikrofon hier liegen, dann hören wir es doch. Na, ich würde sagen, das hat ja mal wieder voll hingehauen und das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen glücklich. Also 2,2 cm habe ich jetzt das Röhrchen unten aus der Scheibe rausgucken lassen. Das scheint zu klappen. Wir haben jetzt noch gut 2,5 cm Rand, bis das Wasser überläuft. Also da könnten jetzt eure Hunde, eure Katzen, eure Hühner, eure Füchse oder was ihr sonst noch so im Garten laufen habt, draus trinken. Und man kann dieses Ding natürlich auch, ja, halt einen Meter hoch machen oder 2 Meter hoch machen. Eigentlich bin ich ja schon froh, dass meine Verklebung hier mit dem Heißkleber gut funktioniert hat. Und um euch zu zeigen, dass das Wasser jetzt nicht alle ist und ich hier beschissen habe, drehe ich jetzt mal das Loch auf, ne? Also ihr habt es gesehen, läuft. Astreine Geschichte, freut mich auch ein bisschen.
Wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst Bescheid, Abo nicht vergessen und teilen. Teilen ist immer gut. Vielleicht habt ihr noch irgendwie einen Hühnerkumpel, wo ihr sagt, oh Mensch, für den wäre das vielleicht was. Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge bitte gerne unten in die Kommentare. Und so verabschiede ich mich jetzt von euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, reingehauen, euer Jens Mettmann.